Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Lass uns über Pottwale reden. Die singen auch. Die singen ganz anders als Zebrafinken. Aber sie singen auch. Kommunizieren Pottwale menschenähnlich? Satzbau der Meeressäuger ist komplexer als gedacht. Was mich nicht so wahnsinnig überrascht, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren so für Fortschritte gemacht wurden, darin zu begreifen, wie intelligent diese Tierchen eigentlich sind. Ne? Also ich meine, Wale sind, glaube ich, in ihren Fähigkeiten wirklich, wirklich, wirklich unterschätzt. Ganz massiv. Hallo Meli, schön, dass du reinschaust. Und ja, wir haben offensichtlich Affiliate-Jubiläum diese Woche. Hat er gerade Pottwale Tierchen genannt? Ja, ich sehe das Problem nicht. Bärtierchen, Zebra-Finkentierchen, Pottwaltierchen, das ist doch. Ja, okay, die sind ein bisschen größer. Aber kein Blubber-Shaming hier, ja? Die brauchen das. So, was habe ich verpasst? Meli, du hast verpasst. Womit habe ich angefangen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich gucke auf meinen eigenen Titel. Genau. Du hast verpasst, welche Vorteile Fische davon haben, im Schwarm zu schwimmen. Beziehungsweise einen weiteren Vorteil, den man gefunden hat. Du hast Asseln verpasst, die Samen verbreiten. Du hast Bärtierchen verpasst, die offensichtlich in, also die widrigsten Umweltbedingungen aushalten können und woran, also wie möglicherweise, was für ein Mechanismus eventuell dahinter steht, um ihnen das zu ermöglichen. Und wir haben gerade über Zebrafinken gesprochen, die die unterschiedliche Gesangsrepertoire haben und deswegen bei den Damen unterschiedlich gut ankommen. Und jetzt, wie gesagt, geht es um Pottwale. Und auch wieder um Tierkommunikation. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch hier KI eine Rolle spielen dürfte. Es würde mich sehr überraschen, wenn der KI-Entwicklung hier keine Rolle spielt. Genialer Meeressäuger. Pottwale sind zu deutlich komplexerer kommunikationsfähig, als ihnen bislang zugetraut wurde, wie Wissenschaftler nun herausgefunden haben. Demnach ist das Repertoire ihrer Klicklaute zwar ähnlich überschaubar wie die Buchstaben unseres Alphabets, doch wie wir Menschen formen sie daraus komplexe Variationen. Pottwale könnten damit eine von wenigen Spezies sein, die menschenähnlich kommuniziert. Mit einer Länge von bis zu 20 Metern und einem Gewicht von über 50 Tonnen sind Pottwale, Physeter macrocephalus, die größten Raubtiere unseres Planeten. Wenn doch aber, Frage an den Chat, mal gucken, ob ihr es rauskriegt. Ich glaube aber, das sollte drin sein. Wenn doch aber der Blauwal der größte, also das quasi das größte Lebewesen auf unserem Planeten ist, warum ist denn dann der Pottwal der größte, also das größte Raubtier? Theoretisch liegt es auf der Hand.
eigentlich eine Frage, die man mit aufnehmen könnte, ne, in die Klausur. Groß im Sinne von Größe oder Erfolg? Sie haben das hier in dem Text nicht näher definiert, aber ich vermute, es geht um Größe. Sonst hätten Sie es anders formuliert. Ich sortiere hier dabei mal kurz meine diversen Notizbücher. Jutta schreibt, Blauwale gehören zu den Bartenwalen, nicht zu den Zahnwalen, die ernähren sich von Kleinkram. Ist im Grunde die korrekte Antwort, ne? Blauwale, also Bartenwale generell fressen Krill und Plankton. Das zählt so gesehen nicht als Beutetier. Das ist mehr so wie Grasen. Dementsprechend zählen Bartenwale nicht zu den Raubtieren, sondern sind halt mehr so die Kühe der Meere. Während, ne, wie Jota jetzt weiterschreibt, Pottwale eben auch, also größere Tiere sprechen, fressen und überhaupt andere Tiere jagen, ne? Und das macht den Pottwal dann eben zum größten Räuber. Wenn wir dabei schon sind, was ist das größte Landraubtier? Das wisst ihr bestimmt auch. Da gibt es nämlich einen Fun Fact zu. Das ist nämlich eigentlich geschummelt. Du bist der Biologe, oder? Ja, ach. Dachte mir, ich gebe euch mal eine Chance zu demonstrieren, dass ihr mithalten könnt. Nein. Alles schick. Hätte ja sein können. Das Erfolgreichste ist der Mensch. Ja, das ist indeed wahr, Mantu. Das größte Landraubtier ist der Eisbär. Ursus maritimus. Und der lateinische Name suggeriert schon, warum das geschummelt ist. Denn Wissenschaft, also ökologisch betrachtet, ne, wenn man sich anschaut, in was für einem Ökosystem sich der Eisbär befindet, gehört der Eisbär zu den Meerestieren, weil er sich hauptsächlich im Wasser aufhält und sich quasi, also zumindest bis vor einigen Jahren quasi ausschließlich von Produkten des Meeres ernährt hat. Ne? Robben, Wasservögel, all diese Sachen. Ja, die haben auch mal einen Karibu gegessen, aber das war schon eher die Ausnahme denn die Regel. Eisbären verbringen einen sehr relevanten Anteil ihres Lebens schwimmend, ne? Oder in unmittelbarer Wassernähe. Das heißt, wenn man das ökosystemisch betrachtet, ist der Eisbär eigentlich gar kein Landraubtier, sondern wird tatsächlich als Meeresräuber geführt, weil er nämlich Teil dieser Nahrungskette ist. Ne? Er ist quasi, er ist der Apex-Predator in einem Nahrungsnetz, das fast komplett auf Meerestieren beruht. Deswegen stimmt es natürlich einerseits, ne, weil es ist ein Raubtier und es lebt technisch gesehen irgendwie an Land, aber der Eisbär ist so eng mit dem Meer verknüpft,
dass er in allen Belangen eigentlich als Meerestier gewertet werden muss. Was ist Platz 2? Der Grizzly ist ein heißer Kandidat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann der Ursus Arctos wäre, ne? Der Grizzlybär. Wüsste ich jetzt aber gar nicht genau. Gucken wir mal. Der Kodiakbär. Ja, genau. Neben dem Eisbären das größte Landraubtier der Erde. Das ist eine Unterart des Braunbären. Genau, Ursus Arctos ist der Braunbär. Das geht, glaube ich, als das durch, was handelsüblich der Grizzly ist. Der Grizzlybär ist ja keine biologisch definierte Art. Sondern es ist im Grunde einfach ein ein großer Braunbär in Nordamerika. Wir können ja mal gucken, was Wikipedia dazu sagt. Ursus Arctos horribilis. Graubär, also es ist eine andere Unterart, genau. Der Kodiak wird offensichtlich noch ein Tickchen größer. Davon gibt's aber nicht mehr ganz so viele, wenn ich mich nicht irre. Rund 3000 Tiere. Das ist nicht mehr üppig. So. Grizzlies gibt's, glaube ich, noch ein paar mehr. Genau, keine bedrohte Art mehr. Ja. So, haben wir das auch geklärt. Wäre also, wenn wir den Eisbären also disqualifizieren, weil er eigentlich kaum an Landnahrungsketten teilnimmt oder zumindest in der Vergangenheit teilgenommen hat, das ändert sich ja gerade. Dann wäre es der Kodiakbär. Während ältere Männchen Meisterlein die Weltmeere durchschwimmen, also wir reden jetzt wieder von Pottwalen, leben die Weibchen und Jungtiere in sozialen Gruppen von bis zu 20 Tieren zusammen. Um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, Kälber großzuziehen und Jagen zu koordinieren, kommunizieren die Gruppenmitglieder untereinander mit Klicklauten. Doch über die Feinheiten der Pottwal-Klicks ist nur sehr wenig bekannt. Bislang ist es Meeresbiologen lediglich gelungen, die Klickgeräusche von Pottwalen in 21 verschiedenen Grundbausteine, sogenannte Codas, zu unterteilen. Jede Coda besteht aus einer charakteristischen Klickabfolge und ist jeweils unter 2 Sekunden lang. Sie lässt sich wahrscheinlich am ehesten mit menschlichen Buchstaben oder Silben vergleichen. Doch Bedeutung und Verwendung der Codas im Satzbau der Wale ist weitestgehend unbekannt. Es ist im Endeffekt Morsecode, oder? Würde ich mal behaupten. Das klingt de facto nach sowas wie Morsecode für mich. Ein Forschungsteam, ach du Güte, um Pratyusha Sharma vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, hat nun erstmals analysiert, wie die Pottwale die Coda-Bausteine im Gespräch benutzen. Dafür griffen sie auf umfangreiche Audioaufnahmen von rund 60 Pottwalen aus der Ostkaribik zurück, indem Sharma und ihre Kollegen auswerteten, welche Variationen die verschiedenen Codas in der alltäglichen Kommunikation der Wale vorkommen, konnten sie deren Sprachsystem so genau sezieren wie nie zuvor. Ich bin ja neugierig, wie diese Aufnahmen gemacht wurden. Das Ergebnis? Die Vokalisationen der Pottwale sind ausdrucksstärker und strukturierter als bisher angenommen und bestehen aus einem Repertoire, das fast eine Größenordnung mehr unterscheidbare Codas umfasst, berichten die Forschenden.
Vielleicht wie bei Vögeln, ein Piercing. Du meinst, dass quasi ein Mikrofon direkt an den Wal angeheftet haben? Gerade bei Pottwalen bin ich mir relativ sicher, dass das so nicht funktioniert. Weil Pottwale sehr, sehr, sehr tief tauchen. Das heißt, du müsstest ihnen ein Mikrofon anheften, das einerseits in der Lage ist, Tonaufnahmen zu machen mit Membran und allem drum und dran. Andererseits aber so robust ist wie so ein Tiefsee-U-Boot. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das nicht ausschließt, wenn ich ehrlich bin. Da können vielleicht Ingenieure mehr zu sagen, die sich mit sowas auskennen. Aber ich halte das für eine Herausforderung. Und dann musst du das ja auch noch, also du musst es am Tier festmachen, du verletzt das Tier also damit. Das Tier schleppt das die ganze Zeit mit sich rum. Das heißt, wenn es zu schwer ist, ist es ein Problem. Ah, ich bin nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass das so gelaufen ist. Mache hier den Link bei den Audioaufnahmen mal kurz auf. Hier erklären sie, wie die Laute entstehen, aber sie erklären leider nicht, wie die Dinger aufgenommen wurden. Okay. Pottwale dürften mit dem Minigewicht kein Problem haben. Es kommt ja drauf an, ne? Wie leicht oder schwer das dann tatsächlich ist, wenn du das so panzern musst, dass das den Tiefseedruck aushält. Bin ich mir nicht sicher. Und dann geht es ja nicht nur alleine um Gewicht, geht ja auch um Strömungseigenschaften und so. Wie sie feststellten, kommen die Codas in der Alltagssprache der Wale längst nicht nur in ihrer Grundform vor, sondern in vielen verschiedenen Variationen und Kombinationen. Das macht ihre Sprache deutlich komplexer als bislang angenommen. So fanden Sharma und ihr Team etwa heraus, dass die Wale je nach sozialem Kontext die Klicklaute einer einzelnen Coda unterschiedlich in die Länge ziehen. Ein Phänomen, das die Wissenschaftler Rubato gekauft, vor allen Dingen getauft haben. Auch nutzen die Pottwale hin und wieder zusätzliche Zwischenklicks, die weder zu vorangegangenen noch zu nachfolgenden Coda gehören. Die Forschenden nennen sie Ornamente. Darüber hinaus konnten Sharma und ihre Kollegen auch erhebliche Unterschiede im coda-übergreifenden Rhythmus und Tempo der Meeressäuger feststellen. Wollen wir da gleich mal reinhören? Machen wir zum Abschluss, okay? Hinweise auf menschenähnliche Sprache. Zusammengenommen deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass die Sprache der Pottwale in Grundzügen unserer eigenen ähneln könnte, wie die Forschenden berichten. Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen menschlicher Kommunikation und allen bekannten tierischen Kommunikationssystemen ist die strukturelle Dualität, eine Grundmenge von individuell bedeutungslosen Elementen, die so angeordnet sind, dass sie einen sehr großen Raum von Bedeutungen erzeugen. Das war jetzt sehr komplex. Aber ich denke, der Kern ist trotzdem ungefähr rübergekommen. Ne? Bei menschlicher Sprache geht es darum, dass einzelne Buchstaben oder sogar einzelne Worte per se erstmal wenig Sinn haben. Ne? Erst indem wir sie in ein komplexes Konstrukt aus weiteren Worten einbetten, ne, wird ihnen abhängig von dem Konstrukt um sie rum ein Sinn verliehen. Das bedeutet, ne, dass ich, wenn ich ein Wort nehme, dass es abhängig von der Art und Weise, wie ich es benutze, also abhängig von der Anordnung, in der es vorkommt, und durchaus unterschiedliche Bedeutungen haben kann, ne, oder zumindest einen unterschiedlichen Kontext. Und das ist eben das, was Sie jetzt gerade bei den Pottwalen auch vermuten, ne? Dass sie eben, je nachdem, welche Situation, dass sie den Klicklaut abändern, damit Ornamenten versehen oder
Oder, dass andere Laute vorher, nachher kommen und dass die Kombination all dieser Dinge eine Bedeutung hat, die über den eigentlichen Laut hinausgeht. Ne? Weil, wenn ich sage Automobil, das ist ja ein Laut, der hat per se keinen Sinn. Der hat nur einen Sinn, weil wir etwas damit verknüpfen. Und selbst dann habe ich eigentlich noch nichts gesagt, ohne Automobil mit weiteren Worten zu verknüpfen. Ne? Und das Ganze in irgendeiner Form in eine Satzstruktur einzubetten, weil dann erst eine tatsächlich brauchbare Aussage daraus wird. Und sie vermuten jetzt eben, dass das hier bei Potwahl-Klicks tatsächlich ähnlich ablaufen könnte. Anders ausgedrückt, ein Buchstabe oder Laut allein bedeutet noch nichts. Wird er jedoch in einem Wort oder Satz mit anderen Lauten kombiniert, vermittelt er auf einmal konkrete Informationen. Ähnlich könnten Potwale die verschiedenen Codas nutzen. Unsere Ergebnisse eröffnen die Möglichkeit, dass die Potwahl-Kommunikation das erste Beispiel für dieses Phänomen bei einer anderen Spezies darstellt. So Sharma und ihre Kollegen. Publiziert in Nature Communications. Das ist schon cool. Ich habe auch eine Meldung gesehen, dass sie es geschafft haben, also vermeintlich geschafft haben, mit einem anderen Wal zu kommunizieren. Das hat mich nur so mittelüberzeugt, muss ich zugeben. Und ich glaube, es ging auch nicht um Pottwale, wenn ich mich nicht irre. Und deren Sprache war auch nicht ganz so komplex. Aber wartet mal ab. Also, wenn das Forschungstempo, dass der Bereich gerade vorzulegen scheint, anhält, wer weiß, vielleicht sind wir in 10, 15, 20 Jahren tatsächlich so weit. Ne, gerade wenn die KI jetzt auch, wenn KI jetzt auch weiter Fortschritte macht, sind wir dann tatsächlich so weit, dass wir in der Lage sind, ich will jetzt nicht sagen, ne, mit den Wesen zu sprechen, so wie wir uns das vorstellen. Weil ich glaube, selbst wenn wir dann verstanden haben, wie die Sprache funktioniert, müssen wir auch noch den kulturellen Hintergrund verstehen. Ne? Weil wir haben, also weil es ja dann nicht nur darum geht, rauszufinden, was haben sie gesagt, sondern auch, was haben sie gemeint. Also ich glaube, da liegt noch mal ein bisschen Arbeit vor uns, wo dann auch plötzlich Kulturwissenschaftler mit rein müssen, ne? Und diese ganzen Kontexte so ein bisschen so ein bisschen zutage fördern. Aber wer weiß, vielleicht sind wir in der Lage, einfache Kommunikation mit Wahlen zu führen. Das wäre schon ziemlich geil. Wie gesagt, in Ansätzen geht es schon. Wer weiß? Vielleicht, ne? Vielleicht kommen wir ja dahin.